Wir sind da. Atlas, Juwel der Plejaden. Seht mal. Willkommen in Atlas. Mann, dafür krieg ich so viele Klicks auf der Erde. Kriegst du nicht. Levi, niemand soll hiervon erfahren. Und genau das will ich ändern. Jace, Levi, einer von euch muss Hunter bei der Eskorte helfen. Okay. Hey! Er sagte einer. Der Scan ist da, St. Grant. Unglaublich. Ich fasse es nicht, dass ihr das schon ein ganzes Jahr macht. Unsere dritte Reise. Und es wird nicht langweilig. Zuletzt Solkioni, jetzt Atlas. Das Artefakt, das wir hier suchen, könnte den benötigten Durchbruch bringen. Wir sind dichter dran denn je. Ich weiß es. Annäherungswarnung. Unsere Lieferung kommt mit Feuerkraft. Gut. Schalten wir die Ohren ein. Hört ihr mich? Was ist los? Haben Sie es? Yep. Aber die werden nicht gern beklaut. So empfindlich. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sie schafft es nicht. Zurück zu Equinox. Wir kommen. Bin auf der Brücke. Judge, nimm Mason mit dir zum Hangar. Ich brauche Zeit, um die Maschine zu aktivieren. Sicher? Soll ich dir im Reaktor helfen? Wir haben Starlink noch nie benutzt. Zeig ihnen, was es kann. Nimm mein Schiff. Du bist bereit. Okay. Das ist schlimm.
Du packst das. Seht ihr das, Leute? Ja, aber Wolf ist es nicht, also egal. Sieht aus, als wären sie unterlegen. Wisst ihr, was ich glaube? Absolut, aber negativ. Wir sind aus einem Grund hier und nur aus einem. Wir sollen das nehmen. Ah, ich hätte auf Corneria in Rente gehen sollen. Und wir dachten, bei diesen Typen wird vielleicht unsere Hilfe gebraucht. Woher kommen die denn bloß? Wir könnten noch ein paar Schiffe gebrauchen. Team, was meint ihr? Sie scheinen freundlich gesinnt. Außerdem scheinen wir dasselbe Ziel zu haben. Vielleicht haben wir gar keine Wahl. Okay, dann haben wir wohl neue Flügelmänner. Halte durch, Shade, wir sind unterwegs. Ziele zerstört. Aktualisiert.
Danke. St. Grant, wie läuft's da unten? Bin fast soweit. Sie müssen noch ein paar Minuten durchhalten. Equinox-Piloten, bitte melden. Die Equinox ist abgestürzt. Hä? Alle Einheiten, melden. Leute, ich bin hier. Ich habe überlebt. Hört mich jemand? Ich wiederhole. Equinox abgestürzt. Alle Piloten, bitte melden. Es kommt nichts durch. Zu viele Interferenzen. Na, die Triebwerke sind aus. Ich laufe wohl auf Reserveenergie. Ich muss die Jungs finden. Oh, Lust auf ein Tänzchen. Feindanalyse abgeschlossen. Ich empfehle Kurzstreckenwaffen. Sieht wie dieses Schiff aus, die Equinox. Oh, und jetzt? Feindanalyse abgeschlossen. Ich empfehle Elementkombinationen. Die geben keine Ruhe. So gewollt? Hawks, du hast es geschafft. Du hast dich als Letzter gemeldet, aber ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Peppy, geht's allen gut? Alles in Ordnung, Fox. Diese Leute haben mir alles erzählt. Die Roboterkerle haben wohl ihren Captain entführt. Tja, damit werden die nicht davonkommen. Na los, machen wir sie fertig. Unmöglich. Die Freaks, die St. Grant haben, haben auch unseren Reaktor. Und ohne Treibstoff für den Reservereaktor fliegen wir nirgendwo hin. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Vielleicht ja. Sieh mal auf deine Karte. Da ist dein Schiff. Innerhalb des Scannerradius solltest du alles sehen können. Der Rest des Planeten ist bis jetzt nicht kartiertes Territorium. Razor, ich orte ein Aliensignal in der Nähe. Glaubst du, da draußen ist jemand? Wir sollten mal nachsehen. Du kannst die Karte auch mal drehen. Jetzt sieht man nicht viel, aber sobald wir mehr erkundet haben, wird das definitiv hilfreich sein. Okay, ich sehe nach, was los ist. Schön vorsichtig. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Oh, von einer Sache da draußen weiß ich schon mal. Ein Haufen Killerroboter. Killerroboter? Was haben wir denn gesehen? Drakes und ein paar Zyklopen. Einen Moment. Wollt ihr mir sagen, dass ihr das normal findet? Und ich dachte, Corneria hätte seine Probleme. Das reinste Ungeziefer, wenn ihr mich fragt. Tja, letzte Woche haben wir schon eine Menge von ihnen ausgeschaltet. Ich schätze, mit ein paar mehr kommen wir klar. Das Signal kommt von einer Art Gebäude. Ob die uns wohl freundlich gesinnt sind? Hoffen wir's. Einfach mal Hallo sagen. Wir sind hier, wenn was ist. Mayday! Mayday! Mein Schiff reagiert nicht!
damit! Oh, gut wieder zurück. Moment, ich suche doch Thicket. Pah, wo ist mein Assistent, wenn ich ihn brauche? Ich heiße Fox. Ich brauche Treibstoff und dachte, hier könnte man mir vielleicht helfen. Hm? Oh, sorry. Mein vermisster Assistent hat mich ganz verwirrt. Ist hier zufällig ein so blättriger Typ herumgeirrt, hm? Nein, aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Thicket sollte ein Signal platzieren und er hat es neben einen Springerstock gesetzt. Die Sterne wissen, wo er ist, aber der Stock muss da weg. Dann kann ich mit Treibstoff helfen? Das klingt gut. Atlas mag ja gefährlich sein, aber es gibt immer auch nette Leute. Ja, hey, was bringt euch eigentlich nach Atlas? Wir suchen jemanden namens Wolf. Auf Corneria hat er viel Ärger gemacht. Und jetzt ist die Rechnung fällig. Keine Sorge, Leute. Sobald wir von dem Planeten runter sind, räuchern wir ihn aus und lassen ihn bezahlen. Alles klar. Naja, sobald wir die Equinox repariert haben, suchen wir unseren Anführer. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Hey, wie war das noch? Das ist ein Springerstock, oder? Springer. Fiese kleine Maschinen. Von allen Legions nerven die mich am meisten. Die beste Art, mit ihnen umzugehen, ist, naja, gar nicht mit ihnen umzugehen. Aber es heißt, verbrennen funktioniert. Feuer, hä? Mir gefällt, wie du denkst. Feindanalyse abgeschlossen. Strukturelle Schwäche identifiziert. Ich nähere mich ziemlich sicher dem Stock. Das nenne ich eine Party. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Lass das! Wunderbar. Kein Stock, keine Springer, so mag ich das. Wie versprochen habe ich hier etwas Elektrum. Oh, unser Schiff braucht eigentlich Nova. Nova? Woher kommt der Wertegast nochmal? Die meisten von uns stammen von einem Planeten namens Erde. Ich komme von Parpetun. Tja, hier kommt man nur an Nova, indem man den Kern eines Extraktors birgt, aber naja, er müsste auf der Karte erscheinen. Interessant. Seit wir dem Observatorium geholfen haben, hat sich unser Sichtbereich auf dem Planeten vergrößert. Da ist der Legion-Extraktor. Sieht aus, als wäre das unser Ziel. Ein paar warnende Worte. Extraktoren sind Maschinen der Legion. Vor meiner Zeit waren sie leicht zu bergen. Doch seit der Wiedererweckung verteidigen sie sich äußerst effizient. Aber wenn man so verzweifelt, kompetent ist, wenn ich den Kern habe, können wir weitersehen. Ein heftiger Sturm zieht auf. Ah ja, der Extraktor müsste da drin sein. Starlink-Datenbank aktualisiert. Feindanalyse abgeschlossen. Belagerungswaffen empfohlen. Oh, wessen Idee war das nochmal? Wir haben keine bessere Idee. Zuerst die Knoten in seinem Umfeld anvisieren. Auf die roten Energiezellen zielen. Sobald die ausgeschaltet sind, liegt der Kern des Extraktors frei. Thank you.
den Extraktorknoten ist nicht zu spaßen. Unbedingt allen Angriffen ausweichen. Gut so. Die Knoten sind deaktiviert. Das ist die Chance, den Extraktor zu treffen. Und unbedingt den Lasern ausweichen. Reaktiviert. Wenn die deaktiviert sind, kann man dem Extraktor Schaden zufügen. Die Extraktorknoten können sich selbst verteidigen, also aufpassen! Diesen Extraktorknoten immer schön ausweichen oder Deckung suchen.
Er ist erledigt. Cool. Jetzt den Kern nehmen und von dort verschwinden. Der Kern ist im Zentrum des Extraktors. Gut zupacken und nach hinten ziehen, aber nicht zu fest. Abi. Intergalaktisch. Nova ist derart selten. Mit diesen Fähigkeiten kann man reich werden. Verstehe ich nicht. Kann man nicht einfach mehr Nova herstellen? Wenn wir das nur könnten. Obwohl es hier jede Menge Elektron gibt, weiß leider niemand, wie man es raffinieren kann. Also steckt das einzige Nova im Inneren dieser Maschinen. Und, naja, nicht alle sind so tapfer. Wow. Ich frag mich, ob St. Grant das weiß. Wie war das? Unser Captain, St. Grant. Er hat gelernt, wie man Nova herstellt. So sind wir hierher gekommen. Der Captain kann Nova herstellen? Bei den Sternen. Das ist ja mal was. Ein solches Wissen könnte das gesamte System erschüttern. Und wie war das noch? Er wird vermisst? Deshalb sind wir hier. Verstehe. Faszinierend. Nichts gegen das auf Corneria. St. Grant und ich haben mithilfe unserer Kontakte in den Plejaden eine Datenbank zusammengestellt. Scanne dieses Tier, vielleicht landen wir einen Treffer. Abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Springerviechern. In der Nähe muss ein Stock sein. Sofort ausheben. Ziele zerstört. Hm? Oh, wieder zurück. Aber sicher. Hier ist der Kern. Hervorragend. Die Nova-Extraktion sollte nur einen Moment dauern. Ich muss einen Ersatz für mich finden. Hä? Naja, da ist ja noch der Captain, der gefunden werden muss. Noch dazu ein Captain, der Nova herstellen kann. Die Crew könnte einen lokalen Experten brauchen. Und im Kampf bin ich auch nicht übel. Das ist nicht meine Crew, dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht können Sie es sich vorstellen. Keine Ahnung. Dann ist jetzt wohl ein Sabbatjahr angesagt. Wir sehen uns dort. Ich muss nur den vermaledeiten Assistenten finden. Ihre Flotte ist in optimalem Zustand. Zurzeit besteht kein Bedarf für Reparaturen. Okay. Ich habe das Nova und vielleicht einen neuen Freund für uns. Ich hoffe, das geht klar. Im Ernst? Schätze, das kann nicht schaden. Naja, gute Arbeit. Bis bald. Mann! Diese Leute hier haben den festen Snacks! Hey, hör auf, dich mit diesem Zeug vollzustopfen, sonst wirst du noch ganz schläfrig. Wir müssen hellwach sein, wenn wir Wolf erwischen wollen.